Hallo meine lieben Maker-Freunde und willkommen zu der Tutorial-Reihe für den Epic Game Maker MV. Wir wollen uns anschauen, wie man Plugins schreibt von vorne bis hinten. Wenn ihr das letzte Video, den Teil 1, nicht gesehen habt, empfehle ich euch, diesen euch anzuschauen. Ihr könnt in der Beschreibung einen Link dazu finden oder ich blende hier jetzt auch gerade einen ein. Ansonsten geht es weiter nämlich mit Teil 2. In Teil 1 haben wir uns angeschaut, wie wir eine Idee finden und wie wir uns überlegen, wie wir das Ganze überhaupt umsetzen. Und die Idee, die wir hier in diesem Tutorial durchgehen wollen, ist nämlich, dass wir uns Gegenstände nehmen, und zwar Equipment im Speziellen, und diesen zusätzlichen Stats geben wollen, je nach Klasse oder Actor. Das heißt, wir wollen es schaffen, dass unser Hero, unsere Klasse Hero, zusätzliche Parameter auf einem Schwert kriegt. Dafür haben wir uns schon folgendes Schema überlegt. Wir haben uns ein Note-Tag überlegt, und zwar steht hier dann die zusätzlichen Stats drin, die quasi diese Parameter-Changes abbilden, und das Ganze ist für eine Klasse, und zwar für die Klasse 1, was dem Hero entspricht. Und der nächste Schritt, den wir halt durchgehen wollen, ist, wir müssen die Code-Stelle finden, wo wir überhaupt etwas ändern können. Und darum wird es heute gehen. Wir finden die richtige Codestelle. Und dafür müssen wir erstmal logisch überlegen, wo müssen wir dort am besten eigentlich suchen und was wollen wir eigentlich verändern. Wir wollen ja Folgendes verändern. Wir wollen etwas, einen Gegenstand, eine Waffe, was ein Equipment ist, oder ein Item auch, und zwar für eine bestimmte Klasse. Also jetzt wollen wir erstmal schauen, wie kommen wir eigentlich an dieses Item ran, an diese Weapon in diesem Fall. Und dafür schauen wir einmal in den Code rein. Und hier bin ich nämlich in meinem Projekt und im JS-Ordner. Und diesmal gehen wir nicht in den Plugins-Ordner, sondern wir wollen erstmal schauen, was wollen wir eigentlich überschreiben. Und hier gibt es diese RPG-Dateien. Und die sind aufgegliedert. Und zwar RPG Core, da sind halt die Standardfunktionen drin. Managers, die kümmern sich halt zum Beispiel fürs, darum, dass Daten geladen werden oder dass welche weggeschrieben werden und halt also ein Zeug. Objekte. In Objekten sind alle Sachen drin, die mehrfach vorkommen können, sage ich jetzt mal, in der Welt zum Beispiel. Also die was wirklich Objekte sind. Das heißt zum Beispiel Charaktere, Gegner, Gegenstände und so weiter. Und Scene Sprites und Windows werden wir uns ein anderes Mal anschauen. Wir wissen jetzt, okay, wir müssen in RPG Objects. Und hier sieht man, hier fängt alles mit Game- an. Und wir wollen einen Gegenstand finden und damit ja irgendwas machen. Deswegen suchen wir mal nach Game-Item. Und hier sind wir auch schon. Und jetzt suchen wir nach irgendwas, irgendeinen Anhaltspunkt, der uns hilft, irgendwie was zu verstehen. Und hier haben wir zum Beispiel IsEquipItem. Ist vielleicht für uns schon mal ganz nett, weil hier abgefragt wird, ist das eine Waffe oder ist das eine Rüstung? Das heißt also, Items können nicht nur Waffen und Rüstung sein, die können auch Verbrauchsgegenstände zum Beispiel sein. Und hier gibt es eine Methode, die heißt Object. Da wird scheinbar das Objekt zurückgegeben, und zwar mit thisItemID. Wenn es ein Skill ist, dann wird der Skill zurückgegeben, Skill also auch tatsächlich, wenn es ein Item ist, ein Weapon oder ein Armor. Und an dieser Stelle wird das dementsprechend zurückgegeben. Data, Weapons oder Data, Armors. Diese Stelle ist schon mal super und die wollen wir auch gleich mal suchen. Dafür kopiert euch diesen Text hier, geht hier in euer Spiel rein, drückt F12. Und ich bin schon hier in RPG Objects drin. Ihr könnt übrigens, wenn ihr F12 drückt, ihr geht auf den Sources Tab und wenn ihr den noch nicht offen habt, mit Steuerung O könnt ihr suchen. Hier wäre dann RPG Objects. Oder auf der linken Seite könnt ihr euch hier langhangeln. Da wären dann Lips und hier die RPG Objects. Bleibt vollkommen euch überlassen. So, und hier suche ich jetzt nach dieser Geschichte und habe es gefunden. Und jetzt ist es der Trick.
wir wollen halt schauen, wo wird das eigentlich benutzt und wie wird das genutzt. Und dafür wollen wir mal schauen, für unsere Waffe, unser Breitschwert, setzen wir hier mal einen sogenannten Breakpoint. Dafür klickt ihr hier einfach und schon haben wir einen Breakpoint. Und mindestens, wo wir irgendwelche Informationen von der Waffe brauchen, ist im Equip-Status. Und dafür wollen wir jetzt einfach mal hier Escape drücken. Und selbst jetzt kommen wir hier schon rein. Und was ihr hier seht, ist dieser sogenannte Call-Stack. Kann sein, dass der bei euch eingeklappt ist, aber der wird halt relativ wichtig für uns sein. Dieser Call-Stack sagt uns nämlich, okay, wir befinden uns jetzt im Game-Item-Object und können zurückgehen, wer hat den Game-Item-Object aufgerufen. Das war eine anonyme Funktion, dann diese anonyme Funktion wurde von Game-Actor-Equips aufgerufen und so weiter und so fort. Und wenn man hier jetzt reingeht, sieht man Window-Base HP-Color, Draw-Actor-Name. Und das klingt für mich so, als wären wir jetzt einfach im Statusmenü und wollen dadurch wissen, wie sieht denn jetzt die HP-Farbe tatsächlich von unserem Charakter aus. Und hier sehen wir nämlich an dieser Stelle GameItemObject, wir haben die ItemID 1 von Weapons. Dann gucken wir doch mal, was das ist. Ihr könnt euch das einfach so kopieren. Wenn die Konsole nicht bei euch offen ist hier unten, einfach Escape drücken. Oder halt einfach hier auf Console gehen, dann habt ihr nur diese Konsole. Und dann könnt ihr dieses Objekt öffnen und seht, ah, das ist unser Schwert. Das war nicht genau unser Schwert jetzt, was wir haben wollen, aber man sieht, das Ding hat auch Parameter, und zwar 00, 10, 000 und so weiter. Und damit hätten wir schon mal was und wüssten, okay, hier wird das Schwert zurückgegeben. Jetzt können wir hier natürlich nicht ansetzen, also könnten wir schon. Das Problem ist, wir wüssten nicht, für welchen Charakter das ist. Denn wir befinden uns hier in Game Item und haben nirgendwo ein Argument, Parameter, der uns sagt, für welchen Charakter ist das. Deswegen gucken wir mal, ob wir weiter zurückgehen können. Wenn ich hier eins zurückgehe, sehe ich schon, ah, wir befinden uns hier in Game Actor. Und übrigens, immer wenn ihr euch hier in einer Methode befindet, und seht ihr das hier vorne, dann könnt ihr this eingeben. Das mache ich hier mal. Ah, gut, hier funktioniert nicht. Schade, ich gehe mal einen zurück. Hier muss es aber gehen, this. Und dann seht ihr, dass das der Game Actor ist. Und das ist eine schöne Sache, weil wir können hier auf alles zugreifen. Das heißt, hier könnten wir rein theoretisch schon unser Equipment irgendwie bearbeiten. Wir haben hier nämlich, das zeige ich mal hier an dieser Stelle, unseren Charakter. Und der hat eine Charakter-ID und der hat auch eine Klassen-ID. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns aufgeschrieben haben. Ich zeige das nochmal. Für die Klasse 1. Und diese Information hätten wir hier an dieser Stelle schon. Das heißt, wir könnten hier reingehen oder wir suchen uns eine bessere Stelle. Was mir direkt hier ins Auge sticht, ist dieses Parent Plus. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. Was haben wir denn hier? Wir kriegen eine Parameter-ID rein. Das wird garantiert für die einzelnen Parameter-Typen sein. Ihr erinnert euch, wir haben hier ja auch komma-separiert das Ganze angegeben. Das hier wird wahrscheinlich 0 sein, oder wir hatten es, glaube ich, anders. Wir hatten festgestellt, das hier ist der 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Das heißt, das erste wird wahrscheinlich die Maximal-HP sein. Das können wir uns auch nochmal zeigen lassen, indem wir jetzt einfach mal zurückgehen. So, ist das interessant für uns? Nein, eigentlich nicht. Ich minimiere das Ganze hier mal ein bisschen, damit wir mehr sehen können. Nein, dann gehen wir noch weiter zurück. Und hier gibt es ein MHP. Get this param 0. Also, hier geht es tatsächlich um die Maximal Hit Points. Und man sieht, das kann hier öfter aufgerufen werden. Und zwar Magic Points, Attack Power und so weiter. Das heißt, hier lagen wir schon richtig. Das heißt, mit Disparum wird das Ganze aufgerufen. Und genau an dieser Stelle könnten wir eigentlich ansetzen. Actor Parum Plus. Und ihr habt gesehen, wir haben uns einfach nur eine Stelle rausgesucht und haben uns ein bisschen nach oben gehangelt, bis wir das hatten, was wir haben wollen. Man hat gegebenenfalls nicht beim ersten Mal Glück, dass man eine Funktion findet, wo man genau das findet, wenn man zurückgeht.
aber man hangelt sich so langsam vor oder weiß zumindest Stellen, wo man nichts zu suchen hat. Es kann sein, dass das manchmal länger dauert und dass euch das ein bisschen die Nerven raubt, aber bleibt hartnäckig, irgendwann findet ihr es. Wir haben jetzt also diese Funktion Parent Plus und hier kommt immer die Parameter-ID rein. Die Parameter-ID 0 ist dann dementsprechend für Maximum HP, 1 für Maximum MP, 1, 3 für Attack und so weiter und so fort. Und wenn wir einen Gegenstand haben, wie hier in diesem Falle das Schwert, der geht halt quasi als Schleife durch die ganzen Equips, die der Charakter hat. Man sieht, dass hier teilweise auch Null steht. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir hier in diesem If ansetzen, weil uns interessiert ja nur, wenn da ein Gegenstand drin ist, dann soll auch erst geprüft werden, pass auf, hat der diese zusätzlichen Stats dafür und wenn ja, dann setze die erst an. Und hier wird dann quasi parameterweise wird das Ganze durchgegangen und hier konnten wir dann ansetzen und unseren Code quasi hier drunter schreiben. Ich hoffe, das konnte euch etwas helfen. Beim nächsten Mal wollen wir uns anschauen, wie man diesen Code schreibt, wie man diesen gegebenenfalls noch optimiert und wie man diesen vernünftig testen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen jeglicher Art, könnt ihr diese in dem Kommentarbereich schreiben oder ihr besucht mich in dem Discord-Server. Die URL dafür steht auf meinem Kanal oder auch hier nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, viel Spaß beim Makern und bis zum nächsten Mal, euer Jills.